Freunde, heute habe ich einen schönen Bossduft. Hugo Boss, der einfach bei den normalen Leuten, naja, was heißt normale Leute? Bei den Leuten da draußen einfach super ankommt. Man meckert nicht. Er läuft einfach. Er läuft gut. Bei Frauen kommt er auch gut an. Von welchem Boss ich rede, bleibt dran. Moin aus Hamburg, Dennis hier, aka Fuegensdog. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, mir geht es ja ein bisschen besser. Trotzdem, natürlich, Antibiotikum muss man durchnehmen. Und das macht einen irgendwie müde und auch ja platt. Ja, zum heutigen Duft Hugo Boss. Es ist eigentlich ein ganz, ja, sag ich mal, stinknormaler Duft. Aber er kommt da draußen einfach gut an. Natürlich wird er bei den großen Nischenfans, die auf ganz andere Düfte stehen, schlecht gemacht als süße Plöre und so weiter und so fort. Aber da draußen, bei 98% der Leuten, kommt er einfach gut an. Und ich hatte ihn früher schon mal, jetzt habe ich ihn wieder. Und ich mag ihn auch, weil er geht einfach, wenn es unkompliziert sein soll oder muss, wie auch immer. Wenn der Tag ganz normal easy ist, dann kann man sich diesen Duft gönnen. Und zwar rede ich von Hugo Boss The Scent Eau de Toilette. Das ist der 200 ml Flakon. Ja, Lavendel, Ingwer. Also Ingwer kommt am Anfang, denn die Süße durch die Maninka-Frucht, Lavendel und Leder ist hier drin. Ach, einfach wie außer Dusche, nur etwas süßer. Absolut schön und lecker und kommt und eckt bei niemandem an und kommt bei den Frauen besonders gut an. Warum das so ist, ja gut, kann ich nicht sagen. Wie gesagt, ich hatte ja schon mal erwähnt, Frauen mögen frische Düfte und dann auch wieder süße Düfte. Ich glaube, man muss sich gar nicht so viel Gedanken machen bei Frauen oder was soll man jetzt tragen, wenn man zum Beispiel eine Frau kennenlernen möchte. Also dieser Duft geht auch beim Date. Sie wird ihn also zu 98% mögen. Gut, beim ersten Date wird ja auch keiner, also wer hat das schon sagen, oh Gott, du riechst aber scheiße. Ich meine, da musst du dir vielleicht keine Ahnung was raufsprühen, aber das gibt es ja eigentlich nicht. Und ja, einfach diese Fruchtigkeit, die in diesem Duft steckt, passt einfach. Ist auch nicht zu süß, einfach ganz normal, so 50-50, sag ich mal, ist ja süß, ist gar nicht so übertrieben. Und der Lavendel ist leicht im Hintergrund, hätte vielleicht, nee, eigentlich nicht mehr sein müssen. Eigentlich ist er richtig gut abgerundet. Und das Leder, gut, da muss ich sagen, dadurch, dass ihr wisst ja, ich bin kein großer Lederfan, das nehme ich hier nicht wirklich groß wahr, was auch gut ist. 200 ml, müsst ihr mal sehen, kriegt ihr schon für 55 € manchmal. In Angeboten oder mit Prozent. Ihr müsst mal allgemein im Internet gucken. Bei den großen Parfümerien mit den D weiß ich nicht, ob die immer den so runtergesetzt haben. Das ist ja ein bisschen schwieriger. Ja, aber bei anderen könnt ihr auf jeden Fall zuschlagen im Internet. Also der wird oft für gute Preise angeboten und dann auch schon. Ich habe jetzt bei 200 ml zugeschlagen, weil die Haltbarkeit, und da kommen wir jetzt zu, ist leider nicht so gut. Also sagen wir mal 5 Stunden. Man muss schon gut nachspülen, weil die Ausstrahlung auch nicht so stark ist. Schade. Eigentlich schade, der hätte ruhig stark sein können, damit man eine ganze Weile davon was hat. Man muss ihn schon mitnehmen, wenn man länger unterwegs ist. Das ist leider ein bisschen. Aber das ist echt schön. Echt, echt lecker. Also ich finde ihn richtig lecker und mir gefällt auch,
Der Flakon. Guckt euch den mal an. Richtig schön. Richtig schöner Flakon. Also der gefällt mir richtig gut. Würde ich, oder gebe ich von 10 Punkten eine 9, weil der gefällt mir richtig gut. Und ist, hält man auch für 200 ml, darf man auch nicht vergessen. Er liegt richtig gut in der Hand. Der Sprüher, wie ihr gesehen habt, ist sehr gut. Auch der Deckel gefällt mir eigentlich richtig gut. Es gibt ja mehrere Versionen von dem Duft, da kommen wir aber später zu. Heute geht es nur um das Eau de Toilette, The Scent, und nicht um Accord, Private Accord, Absolute, Parfum Edition und das Intense. Ich kann da gleich vorweg sagen, das Intense ist minimal stärker, sonst ist es das gleiche. Und das ist jetzt nicht, das kann ich jetzt hier nebenbei sagen, das muss man nicht unbedingt vorstellen, weil es gibt nicht wirklich einen großen Unterschied und auch nicht von der Haltbarkeit. Eigentlich, wie soll ich das sagen, eigentlich blödsinnig. Das Intense ist für mich wirklich blödsinnig. Also es ist auch nicht wirklich stärker, und da haben sie es aber mal so gemacht, dass es nicht anders riecht, sondern es ist nur von der Haltbarkeit ein bisschen. Also wirklich ganz, ganz minimal stärker. Dann werde ich auf jeden Fall definitiv dieses Jahr vorstellen. Okay, ja, ich kann euch den auf jeden Fall ans Herz legen, wenn ihr, übrigens auch fürs ganze Jahr könnt ihr den benutzen, in Hochsommer bei 30 Grad. Ach, benutzt den auch, weil, wie gesagt, er hält nicht lange und die Ausstrahlung ist nicht so stark, leider. Also ist für mich ein Ganzjahresduft, der auch nicht zu süß ist. Ist einfach 50-50, und die das Lavendel ist ihr nicht, also kriegt keine Panik, Lavendel nehmt ihr fast nicht wahr. Ihr nehmt ihr auf jeden Fall Ingwer am Anfang ein bisschen wahr und die Maninka-Frucht definitiv. Das ist eigentlich der Duft von der Maninka-Frucht, und Leder kaum der Rede wert. Aber ein schöner Duft, der bei Frauen gut ankommt. Im Büro kann man den auch tragen, weil, wie gesagt, er ist nicht so stark. Und so weiter und so fort. Boss, The Scent, Eau de Toilette. Ja, dann schreibt mal in die Kommentare. Ich weiß auf jeden Fall, ihr werdet diesen Duft schon haben oder einige. Wie findet ihr ihn? Also ich weiß, dass er gut ankommt. Bis jetzt kenne ich keinen, der sagt, das ist Mist. Doch, also was heißt, ich kenne keinen. Natürlich kenne ich welche. Die sind aber dann wirklich fast nur auf Nische eingestellt, und für die ist dieser Duft natürlich nichts. Ich werde, glaube ich, bald mal ein Video zwischen Mainstream und Nische rausbringen, weil nicht jeder Mainstream-Duft ist schlecht, auch nicht jeder Nischenduft ist schlecht, aber auch nicht jeder Nischenduft ist gut, und andersrum, nicht jeder Mainstream-Duft bzw. Designer-Duft ist gut. So. Weil das ist immer so ein Boom, Knall, und in Deutschland, wie gesagt, kommt Nischendüfte noch nicht so an, weil sie sehr teuer sind, und ja, werde ich dann nachmachen. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal, und ich hoffe, es ist immer noch sehr warm, schwitze immer noch durch das Antibiotikum, dass das jetzt besser wird. Dann bis zum nächsten Mal, Fragrance Talk.